Howdy Leute, hallo hier und willkommen zu diesem Red Dead Redemption 2 News Video. Ja, und zwar hat mich der Zuschauer der blaue Wahnsinn darauf hingewiesen, dass dieses eine Bild, das ebenfalls von Rockstar Games veröffentlicht wurde, Armadillo darstellen könnte und somit könnte es in Red Dead Redemption 2 ein Remake geben von der für mich geilsten Stadt Armadillo aus dem ersten Teil. Und ja, gucken wir uns das erste Mal genauer an. Also als er mir das geschrieben hat und ich es dann mal angeguckt habe, dachte ich mir erst, wie konnte ich das übersehen? Weil es ist eigentlich schon eine verdammte Ähnlichkeit da. Es gibt auch ein paar Unterschiede, muss man ganz ehrlich sagen, aber das Ganze hat ja auch in der Zeit zuvor gespielt, also da kann sich einiges verändert haben. Und jetzt erstmal zu den Ähnlichkeiten. Und zwar stehen wir sozusagen neben dem General Store und blicken auf diese Saloonstraße und ganz rechts, wo dieser Typ mit dem Pferd da ist, hat es ja so eine Säule und dann noch so ein kleines Vordach und das könnte eben dieses eine Gebäude sein. Ich werde euch das einfach so markieren, weil das Dach ist ein bisschen höher, wie bei diesem Doktor, was auch auf der alten Karte so war. Nur hatte ich das Gefühl, dass der Doktor eigentlich in diesem Gebäude war, wo das Dach eben ein bisschen höher ist, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher und darum lassen wir das einfach mal so. Und ja, auch von den Farben her sehen wir dann dieses nächste Gebäude und das hat wirklich den gleichen Farbton wie auch auf der ersten Karte und auch den Balkon müsst ihr mal vergleichen, sieht schon ganz ähnlich aus, nicht genau gleich, aber wie gesagt, das wurde vielleicht renoviert oder sie wollten es einfach nochmal schöner machen jetzt mit der neuen Engine und so weiter. Gehen wir noch etwas weiter links, sehen wir gerade noch diesen Abschnitt, wo eigentlich der Saloon sein würde. Auch der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Die Säulen, ja, die sehen wirklich ähnlich aus, aber das Dach ist halt nicht genau gleich, aber es könnte trotzdem immer noch Armadillo sein. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Unterschieden und zwar, wenn ihr euch die Fenster anschaut, die sind schon etwas anders. Also zum Beispiel beim Doktor weiß man jetzt nicht genau, ob jetzt da noch die anderen zwei Fenster kommen, aber das hat eigentlich fast keinen Platz mehr, weil ja schon das Vordach vom nächsten Gebäude reinguckt. Genauso auch wie bei diesem gleichtonigen Gebäude. Auch da, die Fenster sind nicht genau gleich angeordnet, sprich ich sehe jetzt da nur zwei und auf dem Original waren es eigentlich drei und dann noch so eine Tür. Und dann vor allem noch ganz links im Bild, links oben, sehen wir ein bisschen so durch diese Holzsäulen durch und dort hinten sieht man Bäume. Und dort steht ja eigentlich der Bahnhof von Armadillo. Aber auch hier, wenn das Ganze vorhin gespielt hat, dann könnte da der Bahnhof noch nicht gebaut gewesen sein. Und da waren halt Bäume. Klar, Armadillo liegt eigentlich in der Wüste, also in so einer amerikanischen Wüste. Und ja, da passen Bäume schon nicht so gut rein, auch wenn es ab und zu mal ein paar gegeben hat. Vielleicht kennt ihr auch diesen Ort ebenfalls in dieser Wüste, wo dieser Baum mit diesem Galgen war. Also es können dort schon Bäume wachsen und wer weiß, vielleicht ist es einfach Armadillo früher. Später wurde dann der Wald oder die paar Bäume gerodet und der Bahnhof hingebaut. Weil ansonsten die Grundstruktur sieht wirklich verdammt, verdammt wie Armadillo aus. Und ich denke, das würden sie nicht so offensichtlich nachbauen. Die wollen ja auch neue Städte in Red Dead Redemption 2 zeigen. Und auch wirtschaftlich sage ich es wieder, ist das Ganze sehr viel lohnenswert. Es ist immer ein kluger wirtschaftlicher Schachzug, wenn man die Fans mit alten Sachen triggert. Das macht ja auch Call of Duty so mit den ganzen alten Waffen. Das Zeug hat sich schon mal sehr gut verkauft. Warum sollte es sich nicht nochmal verkaufen nach so einer langen Zeit? Und darum glaube ich auch, dass es durchaus Armadillo sein könnte. Und wenn nicht, habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir eines Tages in der Red Dead Redemption 2 Periode die alte Map spielen können. Vielleicht als DLC im Online-Modus oder schon von Anfang an, dass wir wirklich dann beide Maps haben, weil mit der Next Gen sollte das jetzt wirklich möglich sein, so eine Riesen-Map zu machen, die eigentlich doppelt so groß wie die erste war. Und ja, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr vielleicht noch mehrere Gemeinsamkeiten jetzt gesehen? Wenn ja, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und im nächsten Video kriegt ihr einen Shoutout. Und ja, Leute, dann würde ich nur noch sagen, checkt mein Survivalcraft Let's Play ab und haut rein!